Das ist ein Mehrteiler. Am Ende jeder Folge findest du einen Link zum nächsten Teil und im Abspann ist auch die gesamte Playlist verlinkt, wo du alle Teile findest. Insgesamt ist das hier der Leitfaden Chinasäge von A bis Z und es geht um die Maschinen, die so oder so ähnlich aussehen. Gibt es unter verschiedenen Markennamen wie Fuchstek, Green Cut, Einhell Güde, Timbertech und wie sie alle heißen. Die sind im Endeffekt weitestgehend baugleich und die Anleitung lässt sich übertragen auf alle Modelle. Ich werde euch ja nicht nur zeigen, wie man die Kette schärft, welche Schiene passend ist, wie man den Vergaser einstellt und welches Gemisch man fährt, sondern auch Reparaturanleitungen, zum Beispiel zum Kettenspanner, wie man den tauscht, wenn er abgenutzt ist, den Zylinderkopf, wenn da mal ein Motorschaden ist und welchen Auspuff. Und man nimmt uns so ziemlich alle Teile, die zu reparieren sind. Wenn es dir gefällt, dann gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und in der Videobeschreibung unten findest du auch immer einen Link zu den verwendeten Werkzeugen und Teilen, sowie auch einen Link zu dieser Anleitung in Schriftform auf unserer Internetseite zum nochmal in Ruhe nachgucken und mit vielen Detailbildern Schritt für Schritt. Dann viel Spaß! Hi zusammen! Falls ihr auf der Suche seid nach einer preiswerten Benzinkettensäge und im Internet mal ein bisschen gestöbert habt, dann seid ihr bestimmt schon mal über ein solches oder so ähnliches Modell gestolpert. Das ist so eine typische China-Motorsäge, gibt es unter verschiedenen Markennamen und Herstellernamen, ist im Grunde aber immer weitestgehend baugleich und dasselbe Modell. Deswegen habe ich jetzt hier auch beispielhaft so ein Standardmodell. Die werden meistens verkauft als Professional 5200 oder CS 5200. CS steht irgendwie für Chainsaw. Und im Grunde sind das immer dieselben Modelle, die so aussehen oder mit kleinen Abweichungen am Kunststoff. In dem heutigen Video soll es darum gehen, was ist zu beachten vor dem Kauf und was ist zu beachten nach dem Kauf. Also vor dem Kauf solltest du dir erst die Frage stellen, ob das überhaupt die richtige Maschine ist oder ob du lieber eine bekannte Marke wie Stihl, Husqvarna oder Dollmar dir kaufen solltest. Klar, die sind ein gutes Stück teurer, aber auch in der Qualität und der Verarbeitung, gerade was das Kunststoff angeht, eine ganz andere Nummer. Das hier ist quasi für den Heimwerkerbereich, für im Garten ein bisschen Bäume zu fällen oder wenn man einen Baum umgestürzt ist, klein zu sägen oder auch für einen Kaminofen, der 4, 5 Meter Holz im Winter frisst, quasi Holz zu machen. Im Wald geht das auch. Also ich benutze die jetzt mittlerweile seit 8 Jahren und wir haben einen Holzverbrauch von 10 Meter im Jahr. Da funktioniert das noch wunderbar. Den Markensägen von Stihl und Dollmer und so hat man den Vorteil, man hat immer irgendwo einen Händler, eine Werkstatt, wo man bei einer Reparatur hin kann, wo man das repariert bekommt. Da hat man immer irgendwie einen Servicepartner und einen Vertragspartner. Das ist da kein Problem. Das werdet ihr bei diesen Sägen, werdet ihr das nicht finden. Ob jetzt bei eBay oder Amazon oder auch im Baumarkt. Gibt ja welche von Güde und Einhell, die sind auch baugleich. Werdet ihr wahrscheinlich keine Werkstatt finden, die euch das repariert. Das heißt, entweder es ist ein Garantiefall und man kann die nochmal einschicken und kriegt das getauscht, oder ihr müsst euch selbst darum kümmern, das zu reparieren. Wobei diese Videoreihe wird alle notwendigen Reparaturen, die irgendwann mal anfallen können, erklären. Also ich werde Schritt für Schritt alles hier erklären. Das ist ein Zweck der Reihe. Vom Vergaser einstellen, über Kette schärfen, über Tausch der Ölpumpe, defekter Zylinderkopf, alles wird dabei sein. Und zwar so, dass man das auch selbst machen kann. Man braucht kein Spezialwerkzeug. In der Regel kommt man mit allen, den meisten Reparaturen braucht man nur hier so einen Vierer-Imbusschlüssel. So, das hier ist wie gesagt der erste Teil. Und am Ende des Videos ist immer ein Link zum nächsten Teil. Also bis zum Ende schauen, dann geht es dann weiter. Oder schaut in die Playlist rein. So. Also falls ihr euch das zutraut, Reparaturen selbst durchzuführen, dann könnte das eine gute Alternative sein. So. Wenn ihr euch dann für so ein Modell entschieden habt, gibt es verschiedene am Markt einfach. Wie gesagt, die sind alle in der Regel baugleich, weitestgehend technisch,
Das ist eine Kopie von einer Komatsu Zenoa 5200, G5200. Das ist eine japanische Markensäge mit sehr guter Qualität. Das ist, diese Sägen sind eine 1:1 Kopie und haben dann nur noch kleine Abwandlungen in der Kunststoffabdeckung hier in der Seite oder hier oben. Dann hier die Kettenbremse sieht ein bisschen anders aus und die Motoren variieren ein bisschen. Wobei die Motoren sind sehr standhaft und gehen in der Regel auch nicht kaputt. Also das ist sehr ausgereift. Die Schwachstellen sind, die werde ich nach und nach mal noch erläutern. So die größte Schwachstelle ist eigentlich der Kettenspanner. Der geht gerne mal kaputt, aber die Ersatzteile sind auch sehr günstig. Also ein neuer Kettenspanner kostet unter 10 Euro. So. Welches Modell nehmen? Na, schaut euch meine anderen Videos an. Ich habe noch ein paar Tests gemacht, auch zu den Sägen, die ich benutze, zum Beispiel die Green Cut oder Demon oder die Betux. Und da gehe ich auch auf die Details ein. Wovon ich euch dringend abraten würde, das sind solche No-Name-Sägen, wie ich jetzt hier eine habe. Das ist in der Qualität nochmal so, da ist an kleinen Stellen, wird da einfach gespart. Ich habe die jetzt hier, um das Ganze zu demonstrieren und zu zeigen. Aber schaut euch meine anderen Tests an, da sind ein paar gute Sägen dabei, die man eigentlich bedenkenlos auch kaufen kann. Links dazu findet ihr auch in der Beschreibungsbox. So, wenn ihr euch jetzt so eine Säge gekauft habt, jetzt sind wir bei dem Part nach dem Kauf, gibt es drei Dinge, die ich euch ans Herz legen würde, was man nach dem Kauf machen sollte. Und zwar ist hier eigentlich fast immer die mitgelieferte Schiene viel zu groß. Also hier haben wir so ein Modell mit 52 Kubik, die hat 3 PS. Das ist schon ordentlich viel, aber das ist ein 50er Schwert und das ist viel zu viel. Also mit einem 50er Schwert kann man Bäume fällen mit bis zu einem Meter Durchmesser. Und das wird man in der Regel seltenst im Garten irgendwo stehen haben. Und auch im Wald wird man keine Bäume mit einem Meter Durchmesser haben, dass man so ein großes Schwert braucht. Das kostet auch unnötig Kraft. Also die Kette muss ja auch da drüber gezogen werden durch den Motor. Das kostet Kraft. Und es ist auch unhandlich und so schwer. Also ich würde da auf jeden Fall eine kleinere Schiene drauf machen, eine 38er oder höchstens 45er. Das ist aber persönlich mein Geschmack so. Ich arbeite am liebsten mit einer 38er Schiene. Ich habe auch eine Maschine, da ist eine 45er Schiene drauf für zum Bäume fällen, aber die benutze ich auch gar nicht so oft. Die Kette an sich, die ist sowieso Müll, also immer. Die mitgelieferten Ketten, die sind einfach scheiße. Die sind, nach 5 Minuten Sägen sind die stumpf und die kriegt da auch nicht gescheit nochmal scharf. Also die halten einfach nicht lange und sie längen sich auch furchtbar schnell. Das heißt, man ist ständig dabei, die lose Kette nochmal festzuspannen, weil das einfach eine schlechte Qualität ist. Das ist dieses Zubehörzeugs, da wird einfach gespart. Nehmt die Kette, wirft sie einfach weg. So. Die Schiene könnt ihr euch ins Regal legen, für so als Ersatz meinetwegen. Aber ich habe noch nie eine 50er Schiene gebraucht. Was ich euch empfehlen würde, was ich selbst benutze, tatsächlich auch, das ist so ein Set von Silber. Gibt es als 45er, ist das hier, gibt es auch als 38er. In der Regel sind da 2 Ketten bei und die sind eigentlich sehr gut. Das sind Halbmeißelketten, die sind für den Heimanwendungsbereich und semi-professionellen Einsatz sind die super. Es gibt noch Vollmeißelketten, die haben 10-20% höhere Schnittleistung, also die schneiden einfach schneller und besser, brauchen aber auch entsprechend mehr Power am Motor und der riesen Nachteil ist, die werden sehr schnell stumpf, wenn man mal in die Erde reinhaut. Also nach ein, zweimal in die Erde reinfahren, sind die stumpf. Und hier diese Halbmeißelketten, die werden nicht so schnell stumpf. So. Und ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich arbeite viel mit denen. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Das funktioniert halt einfach gut. Das hat die richtige Aufnahme. Ich verlinke das einfach mal in der Beschreibungsbox. Hier, das ist die Kette für einen 38er. Für eine 38er Schiene, 325er Teilung, 1,5 mm Nut Breite und 64 Treibglieder. Bei der 45er Schiene sind die Angaben am Anfang natürlich identisch, nur das sind, ich glaube, 72 Treibglieder. So. Also, das würde ich euch empfehlen. Schiene tauschen,
Punkt 1. Punkt 2, die Zündkerze, die da drin ist, die ist auch eher nicht so gut. Die würde ich euch empfehlen, auch direkt am Anfang zu tauschen. Legt die auf Seite als Ersatz und holt euch eine gute. Ich benutze hier diese NGK, das sind japanische Zündkerzen, das sind Erstausrüster. Zündkerzen, die haben eine gute Qualität. Hier ist die Bezeichnung BPM 7A. Würde ich euch raten, baut euch so eine ein oder eine andere von Bosch oder so. Ist wurscht. Hauptsache die mitgeliefert. Das ist auch halt so ein absolutes Billigteil, wo 2 Cent nochmal eingespart wurde. Da macht euch keine Freude. Die wird irgendwann mitten im Arbeiten anfangen zu zicken, Zündaussetzer zu haben oder komplett ausfallen. Und das braucht man nicht. Legt euch die auf die Seite als Ersatz, dass ihr die dabei habt. Und da seid ihr schon mal weiter. Nummer 3. In der Regel ist bei diesen China-Sägen angegeben ein Benzingemisch 1 zu 25. Hier auch. Hier sieht man das? 25 zu 1. Selten steht mal drauf 50 zu 1 oder 1 zu 50. Und dazu 2 Dinge, also 1 zu 25 ist völliger Quatsch, das braucht ihr gar nicht, das qualmt und stinkt nur unnötig und das stammt halt aus einer Zeit, wo, weiß nicht, die Motoren halt uralt waren. Das ist, und viel Schmierung noch gebraucht haben. Da ist einfach der Ölanteil im Benzin ist sehr hoch und dadurch gibt es eine gute Schmierung am Zylinder. Das brauchen die Maschinen nicht. Mit 1 zu 50 funktioniert das wunderbar, würde ich euch trotzdem nicht empfehlen, sondern ich würde Sonderkraftstoff benutzen aus mehreren Gründen. Erstens, die Maschinen mit Zylinderkopf, mit Zylinderschaden, mit Kolbenfressern, die ich bisher so gesehen habe oder die man im Internet sieht, die sind fast immer, kommt das daher, dass falsch getankt wurde, falsch gemischt wurde, zu wenig Öl dabei war und deswegen dann Kolbenfresser entstanden ist. Ansonsten mit richtigem Gemisch oder mit Sonderkraftstoff gehen die eigentlich eher selten kaputt. So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn man die Sägen eine Weile stehen lässt, zum Beispiel über Winter, 3, 4, 5, 6 Monate, dann kann sich Benzingemisch nochmal entmischen. Und wenn man dann die Maschine startet, dann hat man quasi pures Benzin. Wenn man Pech hat, die Schmierwirkung ist nicht mehr da, Zylinderkopf geht dann kaputt. So. Und das dritte ist auch noch, der Vergaser kann einfach verschmoddern durch das Gemisch, wenn man den nicht regelmäßig fährt oder sauber macht und leer laufen lässt. Mit Sonderkraftstoff passiert das einfach auch nicht. Da kann man die Säge mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr stehen lassen, mit Tank voll, da passiert einfach nichts. So, Sonderkraftstoff, das ist sowas wie Espen oder von Shell gibt es das auch. Ich habe im Moment das aus dem Baumarkt, das hier, und das ist im Endeffekt dasselbe. Das ist Sonderkraftstoff für Zweitaktmotoren, das ist Alkylatbenzin. Und das ist auch in fast allen Wäldern, also wenn ihr im Forst, im öffentlichen Wald Holz macht, ist auch Gemisch in der Regel nicht mehr erlaubt. Ihr dürft da nur noch rein mit Sonderkraftstoff. Da braucht ihr, in der Regel müsst ihr dann den Vergaser umstellen. Also wenn der Vergaser auf 1 zu 25 eingestellt ist, dann muss man den umstellen, dass er auch mit einer niedrigeren Schmier, mit einem niedrigeren Ölanteil klarkommt. Aber Vergaser einstellen ist sowieso ein Thema, weil bei diesen China-Sägen ist in der Regel der Vergaser zu Anfang gar nicht eingestellt. Das ist eine Katastrophe, wie der eingestellt ist. Also die Maschine läuft so irgendwie, aber halt nicht gut. Da ist ganz oft ist der Standgas ist viel zu hoch und die Höchstdrehzahl ist viel zu niedrig und Leistung stimmt auch nicht. Die Maschinen haben zu wenig Leistung. Also Vergaser einstellen würde ich sowieso empfehlen. Entweder lasst ihr das von einem Fachmann machen oder ihr schaut in die Videoanleitung. Da gibt es auch ein extra Video zu, wie man den Vergaser einstellt. Das ist auch kein Hexenwerk und das ist da genau erklärt. So, nochmal kurz zusammengefasst. Also, China-Motorsägen gibt es schlechte und gibt es auch gute. Die schlechten, das sind so No-Name-Dinger wie hier. Von irgendwelchen Marken, die ja ständig auch wechseln und keinen Bestand haben. Es gibt ein paar gute. Schaut dazu in die Tests, die ich gemacht habe. Wenn ihr euch zutraut, die selbst zu reparieren, und dann seid ihr da auch ganz gut aufgehoben. Ansonsten würde ich euch eher zu einer Stihl oder Dolmer oder Husqvarna raten, wo ihr auch immer in eine Werkstatt gehen könnt, wenn irgendwas kaputt geht.
Wenn ihr euch so eine Säge gekauft habt, würde ich dieses elendgroße Schwert oder die Schiene tauschen und auch die Kette nicht benutzen, Zündkerze tauschen und die Maschine umstellen auf Sonderkraftstoff. Dann habt ihr schon mal gleich eine gute Maschine, mit der man ordentlich arbeiten kann, mit 3 PS oder sogar mehr. So, das war's. Dann, wenn es euch gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr auch nicht die weiteren Folgen. Und ja, viel Spaß beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.